Öllampen brennen in jeder orthodoxen Kirche. Das ist eine Anordnung von Gott, der Moses beauftragt hat, im Tempel einen Leuchter mit 7 Lampen aufzustellen. Der Herr sprach zu Mose: Mach einen Leuchter aus purem Gold. Von seinen Seiten sollen 6 Arme ausgehen. Dann mach für den Leuchter 7 Lampen und setze seine Lampen so auf, dass sie das Licht nach vorne fallen lassen. Öllampen haben gegenüber den Kerzen eine eher praktische Bedeutung. Sie beleuchten die Ikone, vor welcher sie aufgestellt werden. Das ist eine Praxis aus der Zeit, als es noch keine elektrischen Lampen gab und Öllampen die einzige Lichtquelle für Innenräume waren. Aber die Lampe hat auch symbolische Bedeutungen. Zum einen hebt das Feuer vor der Ikone diese als etwas Besonderes empor. Zum anderen symbolisiert es unsere Seele, die zu Gott gewidmet ist. Im Evangelium wird ein Gleichnis von 10 Jungfrauen erzählt, die mit brennenden Öllampen auf den Bräutigam warten. Der Bräutigam ist Christus, die Jungfrauen wir Menschen. Die Lampen symbolisieren unsere Seelen, die mit Liebe zu Christus brennen, die bereit sind, in das göttliche Licht einzutreten. Außerdem symbolisiert das Licht in der Kirche auch, dass Christus das wahre Licht ist. Darüber schreibt der Kirchenlehrer Tertullian: Wir vollziehen unseren Gottesdienst nie ohne Leuchte, auch wenn die Liturgie tagsüber zelebriert wird. Die Leuchter stellen das Licht Christi dar, das ungeschaffene Licht, ohne dem wir uns selbst zur Mittagszeit im Dunkeln verirren würden. Kerzen und Öllampen verwendet man auch für das häusliche Gebet. Der Sinn ist der gleiche wie in der Kirche. Zu Hause muss man jedoch auf die Sicherheit achten, denn auch kirchliche Kerzen, die vor einer Ikone aufgestellt werden, sind nicht magisch und können einen Brand verursachen. Man sollte also darauf achten, dass die Lampe nicht runterfällt und nichts auf die Lampe drauffällt, zum Beispiel eine Ikone, die durch einen Luftzug oder eine Erschütterung umkippt. Ein Kerzenständer darf nicht aus Holz sein, denn beim Runterbrennen der Kerze würde sich das Holz entzünden. Bei Öllampen sollte man ausschließlich Pflanzenöl verwenden, denn andere Brennstoffe wie Lampenöl aus dem Baumarkt sind nicht für offenes Feuer ausgelegt und können sich lichterloh entzünden. Bei Öllampen gibt es 2 Möglichkeiten, den Docht anzubringen. Nennen wir sie bedingt die russische und die griechische. Bei den russischen haben wir eine Art Joch, einen Bogen, der an den Seiten der Öllampe aufgelegt wird. Ein langer Docht, er kann bis zu 1 Meter lang sein, wird durch den Bogen geführt. Der Vorteil dabei ist, dass die Flamme immer gut zu sehen ist über dem Lampenglas. Außerdem muss der Docht nur selten gewechselt werden. Wenn er abbrennt, zieht man ihn nur etwas nach und die Lampe brennt weiter. Der Nachteil: Man braucht für diese Lampen dünnflüssiges Öl, das leicht vom Docht aufgesaugt und nach oben transportiert wird. Bei der griechischen Variante haben wir es mit einem kleinen Schwimmer zu tun. Der Vorteil ist, dass der Schwimmer direkt auf dem Öl schwimmt und besser brennt. Dadurch kann man fast jedes Pflanzenöl verwenden. Der Nachteil: Mit der Zeit brennt das Öl runter und der Schwimmer verschwindet im Glas. Anschließend möchte ich mit einem Zitat des heiligen Johannes von Kronstadt beenden. Es ist gut, Kerzen von den Ikonen aufzustellen. Besser ist es, wenn du vor Gott als Opfer das Feuer deiner Liebe zu ihm und zum Nächsten vorbringst. Gut, wenn beides zusammen passiert. Wenn du jedoch Kerzen aufstellst, aber in deinem Herzen keine Liebe zu Gott und zum Nächsten hast, geizig bist, nicht in Frieden lebst, dann wird dein Opfer vergeblich sein.